Es klebt. Hello, it's me. Also, ich bin gerade dabei, mich zu schminken. Und ich dachte, ich fange einfach mal an. Weil ich glaube, das könnte mir Spaß machen, so Flocks und so. Ob sich das jemand anguckt, keine Ahnung. Mir macht es einfach Spaß. Ich habe mir ein bisschen die Haare zurückgemacht, weil ich mich gerade schminke, wie gesagt. Klar, wisst ihr jetzt ja nichts von mir. Aber ich finde es genauso unfair, dass ich nichts von euch weiß. Deshalb schreibt mir bitte in die Kommentare, wer ihr seid und woher ihr kommt, wenn ihr das wollt. Und wie alt ihr seid, weil mich das einfach interessiert. So, ich werde mich ein bisschen schminken und immer danach eine Frage beantworten. Ich habe jetzt schon ein bisschen was drauf gemacht und hier Augen, Lidschatten und so. Jetzt mache ich, Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Gerade eben habe ich schon ein bisschen was aufgenommen, aber irgendwie ist das alles verschwunden. Ich werde jetzt noch ein bisschen meine Augenbrauen hier nehmen, da fehlt noch was. Augenbrauen sind okay. So, die erste Frage. Ja, selbst wenn man es nicht glaubt, ich bin schon 18. Und ich muss mir dran gewöhnen, dahin zu gucken. Das ist sehr weitwinklig und deshalb sieht es auch so komisch aus. Und vielleicht sehe ich auch ein bisschen komisch aus. Keine Ahnung. Die Wimpern sind wie sagt man das, gedrückt, gebogen. Und meine zweite Frage. Also ich mache nächstes Jahr, ich bin in 13. und mache bald Abi. Nächstes Jahr. Jetzt kommt die Tusche. Wimperntusche, so viel Wimperntusche muss ich gar nicht benutzen. Mir reicht das. Wow, sieht aus wie ein Fisch. Oh. Meine dritte Frage. Habe ich vergessen. Moment, ich bin vergesslich. Nee, Moment, mir fällt schon was ein. Ich weiß was. Ich mag die Schule nicht. Ich mochte die noch nie und werde sie auch nie mögen. Wem es genauso geht, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so alt seid wie ich. Ansonsten schreibt was, ob ihr die Arbeit mögt, die ihr macht. Aber Arbeit ist schon ein bisschen was anderes wie Schule, obwohl man sich die manchmal auch nicht aussuchen kann, die Arbeit. Das weiß ich schon, aber jetzt bin ich ja fast fertig. Ich mache nicht so viel drauf. Ich bin auch kein Profi, ne? Nicht denken, ich bin Beauty-Guru oder so. Ich will hier keine falschen Tipps geben. Ich habe hier relativ neu noch dieses. Wetten, wenn ich jetzt wieder dieses Ding hier runternehme, sieht scheiße aus. Mein Pony. Das muss weg. Ich bin in Chiller-Klamotten, ne? Nicht wundern. Bad Hair Day. So, es geht nämlich heute gleich mit ein bisschen Action weiter, ne? Weil ich habe nämlich einen Brief bekommen von der DKMS und dort habe ich mich angemeldet und wollte dieses Stäbchen mal im Mund machen, damit ich vielleicht irgendwann ein Leben retten kann, weil ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache. Vor allem kann man selbst entscheiden, ob man das dann wirklich machen will, in solchen Situationen dann später, wenn man dann angefragt wird, ob man lieber doch Nein sagt. Das kann man ja dann noch mal selbst entscheiden. Also wenn man darauf angemeldet ist, ist man nicht, muss man nicht zwangsläufig wirklich halt diesen Eingriff machen, sondern es ist immer noch einem selbst überlassen. Man gibt da nicht irgendwelche Rechte vom eigenen Körper ab oder so. Aber ja, das werde ich gleich mal machen. Also, ich habe jetzt mal von dem Brief, ich habe den Brief jetzt mal hier, von dem ich gesprochen habe. Und zwar es sieht da so aus, wie kommt ihr an? Ja, ich habe nichts gesehen. Hole ich dann raus, ne? Und ups, ja.
habe ihn jetzt schon mal aufgemacht, aber ich habe da jetzt noch nicht genau reingeguckt, was da alles drin ist. Also als erstes ist da so ein Brief drin, ne? Ein Briefumschlag, wo man, den man wieder zurückschicken kann, weil man muss ja auch das Stäbchen wieder zurückschicken. Und ja, dann ist da so ein, wieder so ein Umschlag. Der ist dann wahrscheinlich dafür, dass man hier diese Stäbchen, wo man sich den Mund gesteckt hat, diese hier, da wieder reinmachen kann. Also das sind zwei drin. Und ja. Also. Es geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst es einfach noch öffnen, diese zwei Teile hier. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass man nicht mit den Fingern, weil da sind ja auch viele Bakterien etc. dran, dass man da nicht an diese Watteteile hier vorne dran fasst, wenn sie ausgepackt sind, sondern die da hinten hält, an diesen Plastikstäben, Enden, und dann in den Mund macht, dass man da nicht mit den Fingern dran kommt, weil das kann natürlich verfälschen und alles. Man soll mindestens 60 Sekunden mit Druck an der Wangeninnenseite abstreifen. Also mit einer Hoch-Tief-Bewegung an der Wangenschleimhaut abstreifen. Weil durch die Rotation genügend Zellen aufgenommen werden. Ja. Und da steht auch, allein Speichel reicht nicht. Man muss wirklich an der Wange streichen. Man soll die Teile, nachdem man sie benutzt hat, dann 5 Minuten trocknen lassen. Und dann soll man sie in diesen Umschlag, den ich schon gezeigt habe, ach so, den habe ich in der Hand, reinmachen. Und dann in den anderen Umschlag. Man muss natürlich auch noch dieses Anmeldeformular, das ihr dabei ist, ausfüllen. Jetzt ist mal dahin. Und noch so ein Anschreiben, glaube ich. Ja, man muss es innerhalb von 14 Tagen zurücksenden. Und okay, da kann man noch spenden, also Geld spenden für die DKMS. Und ja, das Ganze ist natürlich gegen den Blutkrebs, wer es noch nicht weiß. Ich glaube, es geht halt darum, dass man Menschen helfen kann, die da halt an Blutkrebs erkrankt sind. Wie das genau ist und was da jetzt genau passiert, also wie man denen genau helfen kann, das sage ich gleich nochmal. Und ja, das Video ist nicht gesponsert oder so. Ich will das einfach machen, weil ich denke, das eine gute Sache ist. So, ich mache es jetzt hier vor der Kamera. Einen Moment. Ach ja, hier. Man muss halt echt darauf achten, dass man es auf der richtigen Seite aufmacht, damit man halt nicht an diese Wattedinger fasst, ne? Und man kann das Ganze, ab 17 kann man sich anmelden und ab 18 wird man dann, glaube ich, aber erst wirklich in Betracht gezogen, aber man kann sich halt schon ab 17 anmelden. Ich werde jetzt die Stoppuhr stellen, damit hier alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Eine Minute. Ich habe es jetzt gemacht. Jetzt kommt das andere Stäbchen. So, die Zeit ist jetzt rum. Und jetzt muss ich die beiden Sachen trocknen lassen. Hier steht 5 Minuten trocknen lassen. Und ich denke, es ist viel zu langweilig für euch. Deshalb gucke ich weiter Fernsehen. Und wir sehen uns nach den 5 Minuten. Und bis dann. So, es geht jetzt weiter. Die Dinger sind jetzt getrocknet. Also, hier steht 5 Minuten und ich habe wirklich 5 Minuten gewartet. Ich mache mal kurz den Fernseher leise. Ich mache die Teile jetzt einfach so rum rein, damit die sich da und da nicht... Oh mein Gott, sie sind drin! Es klebt!
muss ich das noch ausfüllen, was da alles draufsteht. Ja, zum Anmelden halt. Ich werde sowas ausfüllen und da könnt ihr gleich weitermachen mit den Fragen und Informationen über mich. Nämlich, hier steht Körpergröße. Ja, ich bin ungefähr 1,70. Mein Geburtstag, das ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie alt ich bin. Und ich habe wirklich, selbst wenn man es mir nicht glaubt, ich habe am 24.12. Geburtstag. Am 24.12. Ja, Frau oder Herr? Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. So, Abstammung. Hat Deutsch natürlich. Vorname, das ist sehr interessant für euch. Ich heiße... Das werde ich euch nicht sagen. Das werdet ihr erfahren, wenn ihr in die Infobox guckt. Yippie! Bis gleich, ich filme weiter aus und dann sehen wir uns. Ja, und jetzt kommt das zusammen in diesen Umschlag. So, ich werde jetzt einwerfen. Heute schon oder den nächsten Tag mal. Und dann kann eigentlich dem Leben retten nichts mehr im Wege stehen. Und wenn ihr das machen wollt, dann meldet euch einfach auf der Internetseite an, der KMS-Website. Ich mache euch dazu einen Link in die Infobox. Also, man kann sich, wie gesagt, mit 17 auch schon anmelden. Aber ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen, weil man kann auch einfach nur spenden. Dann nicht direkt diese Stäbchen sich herschicken lassen. Wobei da auch nichts dabei ist, weil ich meine, du musst dafür nichts bezahlen. Nicht mal irgendwas für den Brief. Sondern es wird einfach im Labor halt getestet. Und wenn du dann Spender sein kannst und du Patienten passt und du ihm wirklich helfen kannst, dann wirst du halt benachrichtigt. Und ja, und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du Ja sagst oder Nein sagst. Meistens dauert es ja überhaupt Jahre, bis man überhaupt als Spender in Frage kommt. Und ich habe ja auch gerade gelesen, dass wirklich alle 15 Minuten allein in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs bekommt. Ja, und wirklich nur ein Drittel dieser Patienten, ja, findet innerhalb der Familie den passenden Spender. Ja, und gerade die zwei Drittel, die müssen natürlich dann auch andere Spender finden. Und ich habe auch gerade gelesen, dass jeder siebte Blutkrebspatient sucht vergeblich einen Spender. Und deshalb ist es gerade so wichtig, dass immer mehr sich dort eintragen und diese Stäbchen hier einchecken, damit halt die Chance steigt für diese Patienten, dass sie halt den passenden Spender finden. Ach so, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch sagen wollte, wie das passiert. Dann, wenn ihr als Spender in Frage kommen würdet, was auch eigentlich selten vorkommt, wie das dann vorgeht mit der Stammzellenspende. Also es gibt einmal die Entnahme der Stammzellen aus dem peripheren Blut. Und das ist halt die häufigste Methode heutzutage, an Stammzellen zu bekommen, zu kommen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Entnahme von Stammzellen durch Punktion des Beckens. Und das ist nicht so oft wie durch die Entnahme von Blut. Die Spende durch das Blut ist eigentlich wie eine ganz normale Blutspende. Und ich knacke ein paar Nüsse. Ich mache aber als erstes diesen Briefumschlag weg. Ich will nicht, dass was drankommt. Ich bin kein Profi, Nüsse knacken, genau wie bei Schminke. Ich kaufe euch nicht die Nüsse, die es schon offen gibt im Supermarkt, weil ich glaube, die Natur hat es eigentlich ganz gut gemacht, so dass sie diese Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, in so fette Schalen gemacht hat. Da hat man nämlich keinen Bock, so oft diese Nüsse zu knacken und isst auch nicht so viel Nüsse. Deshalb hat man dann ungefähr genau die richtige Menge, wenn man die Nüsse eben erst vorher knacken muss, bevor man sie isst. Was kommt da für ein Scheiß im Fernsehen, ganz ehrlich? Guck lieber YouTube-Videos.
Tada! Heißt Nambo. Irgendwann erzähle ich mal, warum sie Nambo heißt. Chill ich ein bisschen rum. Es regnet wirklich ganz arg. Und das ist richtig blöd, weil ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad zu meinem Bruder fahren und seine neue Wohnung angucken. Und wie ihr seht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, es donnert hier auf mein Fenster, rasselt auf mein Fenster. Und so will ich auf keinen Fall Fahrrad fahren. Und ja, deshalb werde ich mir Auto mitgenommen und weg geht's zu meinem Bruder jetzt. Tschüss, bis dann. Hi. Also, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe noch einen Film geguckt und chill jetzt hier noch ein bisschen rum. Dann gehe ich auch schon schlafen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.